Liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, diesmal mit einer Preview von Aerosofts Frankfurt Mega Airport. Am Donnerstag, den 5. September, ist es soweit. Dann wandert der Platz für knapp 25 Euro über die virtuelle Ladentheke. Vielen Dank an dieser Stelle an die Paderborner Software-Schmiede, die haben mir diesen Airport für eine Preview-Version hier zur Verfügung gestellt. Ja, der Flughafen ist eines der meist erwarteten Add-ons, denke ich, für den MSFS 2020, zumindest im deutschen Raum. Kein Flugplatz wurde so heiß ersehnt, wenn man sich die ganzen Kommentare in den verschiedenen Foren ansieht. Es ist schon ein deutliches Verlangen danach. Und neben ein paar Freeware-Umsetzungen gibt es jetzt also auch eine adäquate Payware für diesen Platz. Verantwortlich zeichnen sich zwei Herren, Jo Erlendsund und Lukas Versiroglu. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Entschuldigt bitte. Jo Erlendsund zumindest ist mir jedenfalls bekannt als ein detailverliebter Designer, der sein Können in Köln zum Beispiel gezeigt hat oder in Oslo und jetzt auch hier für Frankfurt verantwortlich zeichnet. Bedenkt bitte, dass das eine Preview ist und die einzelnen Bereiche noch nicht ganz fertiggestellt sind. Hier und da wird es ein paar Anpassungen geben. Es fehlt noch etwas an manchen Stellen. Die Performance wird ebenfalls noch optimiert. Dazu kommen wir dann aber später nochmal kurz. Und ja, hier und da wird eben noch deutlich Hand angelegt. Aber wie wir hier sehen, die Details, die sind schon deutlich fortgeschritten. Die Seile, die hier hängen, die einzelnen Poller und Absperrkegel, auch hier die Schläuche für die Klimaanlage, das sieht richtig, richtig gut aus und da weiß man, dass Jo Erlend hier ordentlich gearbeitet hat. Schön, dass auch bei den verschiedenen Fahrzeugen geachtet wurde, dass die tatsächlich auch von Fraport sind, wie dieses Vorfeldfahrzeug hier, ein Toyota RAV4, und schön auch hier diesem kleinen Kollegen gesucht auf Kleber bei dem Transporter. Ja, sprechen wir von den Geschichten, die eben noch nicht fertig sind. Das sehen wir dann hier, dass das Terminal Interior wahrscheinlich nicht so spektakulär detailliert sein wird wie vielleicht noch in Oslo. Das ist noch relativ rudimentär und da wird noch ein bisschen was dazukommen, aber ich könnte mir vorstellen, erwartet hier nicht sowas wie eben in Oslo mit einem Klavierspieler und glänzenden Parkett. Ja, große Frage für die meisten, was ist die Performance, wie ist die Performance? Ihr seht hier meine Einstellungen. Ich habe eine 4070, eine ganz normale GeForce 4070. Hier sind meine Einstellungen. Und ich blende euch jetzt dann gleich mal das Framerate-Display ein im MSFS, allerdings nicht das native vom MSFS, weil das eine falsche Werte zeigt, sondern tatsächlich hier eins vom Nvidia Game Overlay, und da seht ihr schon die korrekten Werte. Ich habe diese FPS-Zahl gelockt auf die Wiederholrate meines Monitors. 60 Hertz hat der und demzufolge sind auch 60 Hertz hier nur erreichbar. Ein kleiner Schwenk über den Flugplatz, um mal so ein bisschen zu zeigen. Ich habe auch extra Traffic aktiviert, um mal so eine Wattsim-Situation zu simulieren. Momentan ist auf Wattsim, wenn ich dieses Video drehe, seht ihr hier 1358 nicht allzu viel los. Diesen Schrägflieger, der jetzt in der linken Ecke auftaucht, der Hansens A330, den ignorieren wir mal geflissentlich. Aber ihr seht, dass die Bildwiederholrate doch relativ stabil liegt bei knapp 60, und das ist für so eine flächenmäßig riesige Ausdehnung in so einem Simulator mit sehr, sehr vielen Details schon beachtlich, und es dürfte noch ein bisschen besser werden, wenn wir wenn die Arbeiten noch ein bisschen fortgesetzt werden an der Performance. Es ist ein bisschen im Video ruckelig, das gebe ich zu, es ist aber tatsächlich wahrscheinlich eine Sache des Aufnahmegerätes hier, beziehungsweise der Aufnahmetechnik. Auf meinem Monitor im Sim selbst ist alles wirklich wunderbar flüssig, da greift dann auch V-Sync. Und ja, ich habe hier zu keiner Zeit wirklich einen großen Einbruch in die Bildwiederholrate bemerkt. Ihr seht also, könnt ihr oben den Counter betrachten, der bleibt eigentlich ziemlich stabil. Und denke mal, mit dem Verkehr hier, das sind die AIG-Modelle, die ja auch die meisten wahrscheinlich installiert haben für ihren
Watson Traffic, wenn also am Donnerstag dann das Riesen-Event ist, sollte sich mit einem relativ normalen Computer hier eigentlich ganz ordentlich arbeiten lassen. Wie gesagt, meine Grafikkarte, die 4070, keine Super, sondern ganz normale RTX. Mein Prozessor und RAM und sonstige Spezifikationen, die lest ihr dann in der Beschreibung. Hier sehen wir auch nochmal so ein paar schöne Feinheiten, die Lufthansa Technikhalle, das klassische Wellendesign des Daches, sehr, sehr hübsch gemacht. Und überall wirkt es sehr lebendig, es wirkt sehr augenschmeichlerisch. Man hat also nicht das Gefühl, dass hier irgendwie gestümpert wurde. Ja, sicher, irgendwo gibt es bestimmt ein paar Ecken, aber die sind dann wirklich so dermaßen in der Ecke eben oder versteckt, dass man das wirklich kaum mitbekommt, sofern man hier nicht wirklich in jeden Winkel des Flughafens rollt. Hier das Tanklager. Nochmal der Blick zurück auf die Lufthansa Technikhalle. Und wie gesagt, die Ruckler, das ist tatsächlich Teil der Aufnahme, also nicht des Simulators. Der läuft wirklich flüssig. Es gibt ein paar statische Flugzeuge, wie hier dieser A320neo von Hansens mit auch einigen Bodenobjekten dran. Ab und zu mal eine GPU und eine Treppe wie in diesem Fall. Auch ein paar geparkte Fahrzeuge natürlich, die auch zumindest im sichtbaren Bereich des Piloten sich befinden. Und dann sehen wir hier die einzelnen Container vor der Cargo-Halle. Wahrscheinlich ein bisschen noch bedarf das Mehrarbeit. Wir sehen, manche Palettenlader oder Palettenhänger sind so ein bisschen im Boden versunken. Jetzt hier im Bild zu sehen, das wirkt ein bisschen komisch, als wären die Räder abgebrochen und auch die Zäune, da ist der Versatz ein bisschen zu weit auseinander. Das Logo hier bei Lufthansa Cargo, da scheint irgendwie im Hintergrund noch eine Schenker-Grafik zu hängen, aber es ist eben eine Beta und noch nicht fertig. Insofern wird es hier auch kein richtiges Fazit geben. Das verbietet sich natürlich bei so einer Beta, aber ein Ausblick und eine Tendenz kann man erkennen und den Ausblick kann man eben auch geben. Schön hier vor dem Cargo-Bereich, die sehr reichhaltig vorhandenen Container und Paletten. Das hat also wirklich, so muss ein Cargo-Bereich aussehen. Und ja, hier mit seiner MD-11 zu parken oder mit seiner 777 Cargo, das sollte sehr viel Spaß machen. Dort hinten ist dann das Terminal 3, glaube ich, ist das, das noch nicht in der Realität fertiggestellt ist. Aerosoft hat hier einen Zustand gewählt, der weiter ist als die Realität und wird dann peu à peu das Terminal bzw. den Bereich anpassen, wie der Baufortschritt dann in der Realität ist. Schön auch die Texturierung. Das ist nicht alles eine Masse oder eine Farbe, sondern tatsächlich auch mit Schmutzspuren versehen. Jetzt nochmal hier der Überblick entlang der Startbahn West, der 1.8 entlang des Platzes. Mit der Skyline von Frankfurt im Hintergrund. Dann sind wir jetzt hier auf dem ehemaligen Gelände der US Army. Auch hier wieder Details in einem ordentlichen Maß. Nicht überragend, nicht sehr, sehr viel, aber trotzdem wirklich detailliert genug, um hier auch den Payware-Effekt oder den Payware, die Payware zu rechtfertigen und der Preis 25 Euro ist doch schon recht niedrig angesetzt und dafür ist die Art und Weise, wie hier der Platz dargestellt wird und wurde, doch schon sehr, sehr ordentlich. Sicherlich geht ein bisschen mehr natürlich, wenn man auch weiß, wie Jo Erlend arbeitet und was er auch vermag zu leisten, aber wir reden ja hier auch von Frankfurt, dem größten Platz Deutschlands, und der ist natürlich in der Ausdehnung riesig und auch die Details, die dann dargestellt werden müssten, sind natürlich dementsprechend auch sehr, sehr viel. Also muss man hier ein paar Kompromisse natürlich machen. Hier ist eine bekannte Technik, die hier genutzt wird. Ihr seht es in diesem kleinen Gebäude hier bei Condor.
Das sind keine Inneneinrichtungen, sondern im Prinzip Bitmaps, die auf die Wände geklebt wurden, die dann so einen Eindruck erwecken, als wäre hier tatsächlich eine Inneneinrichtung. Das erkennt man ja wirklich nur, wenn man direkt rangeht. Wenn man vorbeirollt mit der Maschine, fällt das nicht auf und man freut sich, dass das hier einen sehr plastischen Eindruck erweckt. Ihr seht es jetzt hier, wenn wir ein bisschen weiter weggehen von dem Bürogebäude. Hier nochmal der Kontohanger. Ihr seht auch hier so ein paar die ja, Schmutzspuren an den Fenstern oder Lüftern, an den Lamellen. Das ist also alles, früher hatte man gesagt, fotorealistisch und das, denke ich, kann man auch wirklich hier nochmal konstatieren. Standardmäßig wieder die Container hier in den Cargo-Bereichen auf dem neueren Apron. Dort hinten seht ihr das Terminal 3. Ja, also für gepflegte Flüge in und nach Frankfurt, nach und aus Frankfurt so rum, denke ich, steht dem nichts mehr im Wege. Gerade die sehr ja, gefällige Umsetzung unterscheidet eben diese Payware nochmal von den diversen Freewares, die es auf dem Markt jetzt gibt. Obwohl da natürlich ein anderer Maßstab herangelegt werden muss. Eine Freeware ja, wird eben von Leuten betrieben, die das hobbymäßig machen. Hier müssen die beiden Designer Geld damit verdienen. Aerosoft will natürlich auch Geld verdienen. Und da kann man natürlich auch ein bisschen was erwarten. So, jetzt haben wir ein bisschen mal das am Tag gesehen, die ganze Geschichte. Jetzt blenden wir mal die Nachtbeleuchtung ein. Auch hier nochmal der Hinweis, es wird ein bisschen was gefixt. Es wird hier und da was hinzugefügt. Einige Lichtspots sind noch nicht wirklich korrekt, sind ziemlich hell oder auch sehr, sehr dunkel. Das werden wir dann später sehen, wenn wir ins Terminal kommen. Da ist ein ganz, ganz großer Bereich, der völlig im Dunkeln liegt. Das sollte noch gefixt werden, hoffentlich zumindest. Auch die ja, diese Purpurbeleuchtung, diese Neonbeleuchtung am Tower ist noch nicht ganz stimmig. Manches ist eben da, manches fehlt noch und da kann man also tatsächlich jetzt erstmal nur darauf hoffen, dass das im Release dann alles vorhanden ist, beziehungsweise so, dass man das auch so akzeptieren kann. Ja, im Terminal sehen wir jetzt hier ein paar Bereiche. Dort hier vorne, der Pier ist innen drin beleuchtet und dort hinten bleibt es aber dann vollständig dunkel, vor allen Dingen auch das Langstrecken-Terminal. Da ist ja irgendwie Stromausfall. Das wirkt noch nicht wirklich sehr stimmig. Auch hier der alte Teil. Da kann also durchaus nochmal eine Schippe draufgelegt werden. Hoffen wir mal, dass das also passiert. Auch der People Mover, den man jetzt hier ganz schwach die Schienen davon sieht, auch der ist nicht beleuchtet, sollte im Dunkeln natürlich schon sein. Ja, wie gesagt, hoffen wir mal, dass sich da ein bisschen was ändert. Nebengebäude sehen wir natürlich ja auch, das hatte ich ein bisschen unterschlagen, dass es hier recht viele Sachen gibt, die natürlich auch neben dem Platz dargestellt werden, wie eben die Autobahn, der Hilton, Hotelkomplex und und. Also sehr, sehr schön und ja, eine Geschichte, die zumindest den Eindruck macht, dass hier ein vollständiges Frankfurt zur Verfügung steht. Ja, was bleibt jetzt als Fazit zu ziehen? Entschuldigung erstmal an all jene, die hier vielleicht ein vollständiges Review erwartet haben. Das kann es natürlich erstmal nicht sein. Ich habe das wirklich mit Absicht Quick and Dirty genannt. Ich wollte hier mal einen kurzen, ungefilterten Eindruck geben, der abseits eben der ganzen geleckten Trailer vielleicht euch ein etwas realistischeres Bild bietet als eben eine Trailer-Show, die sehr beeindruckend immer aussieht, aber auch vielleicht hier und da mal ein bisschen geschönt ist. Ja, ich habe jetzt auch nicht wirklich jeden Bereich hier gezeigt, dass macht die Zeit oder gibt die Zeit natürlich auch nicht her. Es soll zumindest mal so ein kleiner Bewegtbildeindruck sein für alle jene, die sagen oder die noch vor der Entscheidung stehen, ob ich es kaufen soll, ob sie es kaufen sollen oder nicht.
Also eine kleine Hilfe für die Unentschiedenen. Performance passt, wie gesagt, Grafik oder beziehungsweise das grafische Gesamtbild sieht ebenfalls sehr gut aus, auch wenn ich mir hier und da mal ein paar Details mehr gewünscht hätte, aber das würde wahrscheinlich dann auch auf Lasten oder zu Lasten der Leistung gehen. Ja, wir gucken uns Frankfurt sicherlich nochmal an, wenn es erschienen ist. Bis dahin, wie immer, Happy Landings!